Fokus hängt schon auf der Bühne. Wir legen gleich los mit den frisch gelieferten Teilen. Wir haben hier Spurplatten von TH Technics, 5 mm pro Seite. Dafür müssen natürlich die Räder runter. Und wenn die Räder runter sind, können wir an der Hinterachse auch gleich noch das Gewinde minimal nach oben verstellen. Vorne lasse ich es jetzt so, wie es ist. Ich bin jetzt ein bisschen rumgefahren, das Auto hat sich gesetzt und sieht gut aus. Mir geht es jetzt einfach wirklich nur um die optische Wirkung. Deswegen hinten die Platten und halt noch ein bisschen höher drehen. Außerdem sind die neuen Koppelstangen gekommen, die liegen hier, die werde ich auch gleich noch mit verbauen. Und dann sind auch noch die neuen Lager für die Längslenker gekommen, die kann ich aber heute noch nicht einbauen. Das Spezialeinpresswerkzeug ist gerade bei einem Kumpel unterwegs, der macht es bei seinem Fokus und wenn er mit seinem Fokus fertig ist, kommt das Werkzeug zu mir, dann mache ich das Ganze bei meinem Fokus. Außerdem bin ich gerade dabei, mein Lager deutlich zu verkleinern und deswegen werden auch noch hier diese neuen Exzenterschrauben und Exzenterverstellscheiben in den Fokus reinkommen. So sieht das Ganze für den TÜV nämlich noch ein bisschen besser aus. Ich plane nämlich zum TÜV zur Dekra in Dresden zu gehen. Hat einen ganz einfachen Grund. Bei uns ist die Polizei sehr rollig, wenn es um Tuningautos angeht. Und das da hinten, das Auto, das ist jetzt nicht unbedingt unauffällig. Und eigentlich ist es ein riesengroßes Wunder, dass ich bis jetzt nicht angehalten wurde. Oder halt die Freundin. Das Ding ist, ich kann mich vielleicht noch rausreden, weil ich Ahnung von der Materie habe. Die Freundin aber nicht. Die interessiert der ganze Quatsch nicht. Und wenn ich ehrlich bin, für mich ist das da hinten einfach nur eine Möglichkeit, noch ein Projekt nebenher durchzuschleifen. Aber ich will zur Dekra in Dresden gehen, weil wenn die Polizei in Dresden sieht, dass das Auto von der Dekra in Dresden abgenommen wurde, dann hat es in der Regel bessere Möglichkeiten, nicht gleich stillgelegt zu werden oder einen Mängelschein zu bekommen. Und damit sind die hier in Dresden gerade ganz, ganz, ganz fix. Deswegen ist der Plan, hier wirklich alles zu geben, dass das Ding ohne Mängel durchkommt. Letztendlich so viel wie nur irgend möglich neu zu machen, weil wenn halt mal die Freundin oder ich angehalten werden, soll die Polizei sehen, ah, der war bei der Dekra in Dresden, die, das hört sich jetzt böse an, ich nenne es aber mal, mit der Polizei zusammenarbeiten, einfach nur, damit ich da Ruhe habe. Weil wenn ich jetzt zur DTÜ oder zum KÜS oder zum TÜV oder wo auch immer hingehen würde, da ist die Polizei immer ein bisschen unmotivierter, weil da können die ja bei der Eintragung was schiefgelaufen sein. Deswegen halt der Plan zur Dekra. Ich habe eh die ganzen Eintragungen immer in Kopie bei mir im Auto liegen und ich hoffe, dass das halt die Beamten der Staatsmacht besänftigt. Ist natürlich kein Garant, aber das Ding, wie gesagt, ist ein bunter Hund, das sieht man ja und ich will es einfach nicht riskieren. Deswegen fangen wir jetzt an. Räder hinten kommen als allererstes wieder runter. Welcher Schrauber kennt's nicht? Du willst mal eben fix hinten deine Koppelstangen wechseln und mit einem Mal liegt nicht nur der Stabi auf dem Fußboden, sondern auch noch die Federn vom Fahrwerk, weil hier Gevatter Rost wieder richtig schön zugeschlagen hat. Auf der Seite musste ich die Überbleibsel der Koppelstange schon wegflexen. Hier muss ich dasselbe jetzt gleich noch machen. Und jeder, der schon mal Gummi geflext hat, der weiß, das ist keine geile Arbeit. Aber was soll's. Stabi habe ich deswegen abgebaut, weil ich jetzt gleich hier diese und diese Schraube lösen werde. Und dann kann ich ganz einfach den Querlenker hier nach unten ziehen. Und damit ich eben hier keine Spannung habe und mir die Feder entgegenkommt, habe ich eben die Federn gleich ausgebaut. Dadurch, dass es Gewindefedern sind, sind die relativ kurz. Das ging also problemlos. Und wenn ich dann hier den Querlenker nach unten abgeklappt habe, werde ich auch noch mal hier oben Gummi flexen und das restliche Stück alte Koppelstange entsorgen. Die neuen setzen wir dann wie immer bei mir mit Kupferpaste ein, falls ich die noch mal wechseln muss. Geht es dann hoffentlich ein bisschen einfacher. Weil hier ist das, was so häufig passiert, wunderschön zu sehen. Der Metallstift ist im Gummi der Koppelstange komplett fest oxidiert. Hier hat sich halt nichts mehr gedreht. Deswegen habe ich da den Kopf weggerissen. Hier ja haargenau dasselbe und die habe ich halt schon ausgeflext. Und das machen wir jetzt auch noch mal bei der anderen. 1 minute 37 seconds later. Beide Querlenker sind jetzt draußen und auch hier das überflüssige Stück Koppelstange liegt jetzt irgendwo da unten in Teilen. Ich frage mich zwar jetzt ernsthaft gerade, ob das so eine geile Idee war, weil sich hier schon die Gummiummantlung von der Metallhülse löst. Müssen wir halt mal gucken, wie pingelig der pingelige TÜV-Prüfer ist. Und ihr habt es ja gerade gehört, der TÜV-Prüfer wird pingelig sein, weil der bei der pingeligen Dekra ist. Aber was soll's. In Anbetracht der Tatsache, wo die Achse herkommt, bin ich heilfroh, dass die Schrauben überhaupt noch aufgingen. Ich habe die Achse mal aus einem Ford Focus Viertürer ausgebaut und das Ding war komplett rostig, aber ich bin ja ein Schlauer in Sachen Focus. Ich weiß halt, dass die Achse aus dem Viertürer auch in den 3- und 5-Türer passt. Die sind nämlich alle gleich.
Und bei der Achse, die mal unter dem Auto war, war halt diese Exzenterverstellung komplett nicht mehr gängig. Bei dem Auto, wo die Achse herstand, war sie das noch. Und nochmal gesagt, das Ding war komplett rostig, warum da die Schrauben noch gängig sind. Ich habe es nicht verstanden, hat mich aber gefreut. Jetzt bauen wir einfach hier die neuen Teile wieder ein. Dann schmeißen wir das Fahrwerksgedöns auch wieder hier in die Querlenker rein, machen natürlich auch die Koppelstange fest und dann haben wir Projekt Hinterachse soweit erledigt und können endlich zum lustigen Teil voranschreiten, nämlich hier die Spurplatten montieren. Beide Querlenker sind wieder drin und auch die Fahrwerksfedern habe ich schon wieder eingebaut. Und jetzt setze ich euch mal fix auf ein Stativ und lasse euch ein wenig unters Auto schauen. Schnapp mir meinen 19er Schlüssel und dann zeige ich euch noch, wie diese Exzenterverstellung funktioniert. Ihr könnt beim Fokus zwar an der Hinterachse prinzipiell die Spur einstellen, nicht aber den Sturz. Allerdings bedingt ja das Spureinstellen automatisch auch ein wenig die Sturzkorrektur. Ich gehe jetzt nach hier hinten an die Exzenterschraube und dann achtet ihr einfach hier, wenn ich an der Schraube drehe, darauf, wie sich der Querlenker bewegt. Und darüber kann dann auch der Typ, der am Achsmessstand steht, Spur und Sturz korrigieren. Und ihr seht schon, dass hier durchaus ein bisschen Spiel drin ist. Deswegen ist es auch immens wichtig, wenn ihr euer Fahrwerk wechselt oder die Querlenker wechselt, danach zu einer Spur- und Sturzvermessung bzw. zu einem Einstellen zu gehen. Ansonsten fahrt ihr euch nämlich die Reifen komplett runter. Ich stelle das Ganze jetzt hier relativ neutral ein, so wie ich es ab Werk aus kenne. Und sobald ich dann einen Termin habe, werden wir das Ganze natürlich professionell vermessen lassen. Und wir haben unterm Auto wieder alles zusammen. Ich habe dem Stabi gleich noch 4 neue Schrauben gegönnt, damit das Ganze ein bisschen hübscher ausschaut. Und ich habe auch hier schon die Höhe ein wenig nach oben gedreht. Ich habe jetzt von diesem Verstellteller zum Ende von diesem Gewinde hier circa 1 Zentimeter gewählt. Ich mache jetzt hier die Anlageflächen noch ein bisschen sauber. Dann packen wir die Spurplatten drauf, dann machen wir die Räder drauf und dann schauen wir mal, wie die neu festgelegte Höhe am Fußboden aussieht. Das Auto ist frisch von der Bühne runter und so schlecht sieht es in Sachen Höhe doch gar nicht aus. Ich glaube, das habe ich gut getroffen. Hinten sieht man jetzt auch, dass die Räder etwas satter im Radkasten stehen. Die 5 mm Scheiben waren definitiv keine schlechte Entscheidung. Und das Schöne ist, mit den 5er Platten muss ich auch keine längeren Bolzen fahren. Ford hat ja im Gegensatz zu vielen anderen Herstellern keine Schrauben, die man reinschraubt, sondern Bolzen, die aus der Radnabe rauskommen. Und wenn ihr große, also breite Distanzscheiben fahrt, müsst ihr halt die Bolzen ausschlagen, längere Bolzen wieder einbauen. Und das ist halt immer ein bisschen nervig. Bei den 5er Platten geht es aber so. Die Umdrehungsanzahl der Radmodern reicht. Ich fahre jetzt auf jeden Fall mal eine kleine Proberunde und schaue, wie sich das Gewinde dann gesetzt hat. Und dann sind wir für heute schon wieder fertig. Das Auto ist momentan leider so gut wie jeden Tag in Benutzung. Das heißt, ich komme immer nur zeitlich sehr begrenzt zum Schrauben. Aber inzwischen ist das Zeug angekommen, womit ich vorne den klappernden Radkasten nochmal attackieren möchte. Ich habe euch ja vorhin gezeigt, dass das alles so ein bisschen lose ist. Jetzt ist das Werkzeug da und da hoffe ich, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Das mache ich aber heute nicht mehr. Draußen ist heute ein schöner Tag. Sonne geht gerade unter, aber ich glaube, meine Laune wird sich gleich ein bisschen verschlechtern. Ich habe den Fokus jetzt mal auf die Bühne gestellt und habe jetzt auch schon von unten die ganzen Halteschrauben demontiert und habe auch den Schweller abgeklappt. Bis jetzt sehen wir noch nichts, was schon mal relativ gut ist. Der Dani ist drüben in seiner Halle. Ich fahre das Auto jetzt mal runter und dann schauen wir zusammen drunter und wir sind alle sehr gespannt, was jetzt passiert. Ich habe das Auto vor ein bisschen mehr als 2 Jahren gekauft, da waren die Schweller nicht mehr die geilsten. Es war aber vor Facelift typisch, die Plastikschweller, diese unlackierten grauen Dinger da drüber. Ich habe die Dinger abgebaut, habe alles ein bisschen sauber gemacht, aber war halt schon sehr weich das Blech. Jetzt 2 Jahre später, seitdem die SVT-Schweller drauf sind, habe ich nicht mehr drunter geschaut. Und die seitlichen Halteclips, die kann ich euch auf der anderen Seite zeigen. Hier hängen sie, glaube ich, noch im Schweller mit drin. Aber die seitlichen Halteclips, die hier reinkommen, die sind durchaus noch vorhanden gewesen. Das sieht man auch da. Also bis hier hoch ist es definitiv nicht durchgerostet. Wenn, dann ist wahrscheinlich wirklich das große Problem hier von unten. Aber jetzt machen wir es. Naja, Trommelwirbel brauchen wir eigentlich nicht. Ich lasse das Auto jetzt runter. Und dann schauen wir mal, wie viel Substanz das Auto noch hat. Besser als gedacht, aber natürlich schlimmer als erhofft. Wir fangen hinten rechts an. Dani war gerade schon hier und sagt, ist natürlich alles rettbar.
Wir sehen da in dem Bereich, dass da eigentlich eine Stehkante sein müsste. Zum Vergleich gehen wir mal auf die Seite und da sehen wir, da ist eine Kante, die auf der Beifahrerseite leider nicht mehr existiert. Und diesen Abdruck, den ihr da seht, das ist wirklich nur der Abdruck, wo Schweller und Kante mal befestigt waren. Wir gehen weiter nach vorne. Hier ist zwar auch Rostbefall, aber das sieht alles noch okay aus. Aber hier hinten die komplette Ecke wird wahrscheinlich neu kommen. Hier haben wir auch eine Durchrostung. Allerdings hätte ich da auch mit mehr gerechnet. Insofern, Glück im Unglück, geht leider auch bis hier vorne hin. Müssen wir mal schauen, wie weit das Blech angegriffen ist. Das heißt, wie viel Blech wir rausnehmen müssen. Und dann gehen wir nochmal hier rüber, da sehen wir es auch. Ungefähr dieselbe Stelle wie auf der anderen Seite, da haben wir ein kleines Loch. Aber hier hinten der Halter für den Schweller, der ist schon nicht mehr existent. Schade. Allerdings, wenn wir da drunter schauen, sehen wir, dass der innere Schweller noch gut ausschaut. Und hier drüben ist es genauso. Das heißt, es ist wirklich nur das äußere Schwellerblech. Dani hat sich's wie gesagt schon angeguckt, der ist ganz zufrieden, sagt, das ist auf jeden Fall machbar und das freut mich natürlich. Ich mache die Schweller nicht nochmal drauf, damit ich das meiner Freundin zeigen kann, die von der ganzen Sache eh keine Ahnung hat, aber für so eine Arbeit brauche ich natürlich das Auto ein paar Minuten länger als nur 5 Minuten auf der Bühne und da müssen wir gucken, wie wir das am besten über die Runden bekommen. Jetzt erstmal runter von der Bühne und ab nach Hause wieder mal. Wenn der Fokus dauerhaft so tief wäre, wäre das großartig, ist er aber nicht. Der ist nämlich nur aufgebockt. Da ist nämlich der Dani und der Dani und ich, wir sind heute zum ersten Mal seit längerer Zeit zusammen in der Halle. Ihr wisst ja, Dani hat den Wohnungsbrand, das ist allerdings inzwischen alles geregelt, aber Dani hat inzwischen auch eine Tochter, die Kleine ist inzwischen fast ein Jahr alt und die hat natürlich deutlich höheren Stellenwert als die Halle und das kann man auch verstehen. Aber der Dani hat sich trotzdem nicht lumpen lassen und sorgt heute dafür, dass hier beim Fokus meiner Freundin der Rost beseitigt wird. Dafür hat er gerade schon angefangen, wie üblich die rostigen Stellen rauszutrennen. Ihr seht, da können wir durchgucken. Von unten haben wir die ganze Sache ja gerade schon gesehen. Und hier drüben liegt dann das neue Schwellerblech. Das setzt der Dani allerdings nicht im Ganzen ein, sondern stückelt, weil wir wollen so viel wie es geht gutes Material erhalten. Da der Dani heute trotzdem ein bisschen kurze Elle hat, will ich nicht weiter auf den Keks gehen mit Kamera und dergleichen. Das heißt, ich komme bloß mal alle 20, 30 Minuten hier rüber, wenn der Dani schreit. Der Dani hat gebrüllt, ich soll mal rüberkommen, deswegen war ich hier. Und hier sieht man auch, dass kein Loch mehr drin ist. Und wer jetzt meckert, hey, da ist doch nur Spachtel drauf, habt ihr recht, darunter ist allerdings Blech. Das sehen wir auch in dem Bereich. Außerdem drüben wird dann Dani gerade dengeln. Das ist ganz einfach nur, damit es wieder hübsch aussieht. Kommt zwar zum Schluss wieder ein Schweller drüber, aber so sieht es halt wirklich ein bisschen besser aus. Hier ist der Dani, gerade wieder als Lord Vader unterwegs. Und damit ihr es dem Dani glaubt, da gibt es sich gerade der allergrößte Mühe, ein neues Stück Blech reinzuzaubern. Stippvisite Nummer 1 vorbei. Ich gehe wieder rüber und lasse Dani hier machen. Der Dani hat gebrüllt, um euch zu beweisen, dass der Dani in Blech und nicht in Plastik arbeitet. So schaut's aus, bevor der Dani spachtelt. Und so soll das auch sein. Hier. Mit dem Loch nie orientieren lassen. Das ist das Loch. Muss nur noch mal rund gemacht werden. Ja, lassen wir aber eh weg, weil ich eh wieder Seitenschweller über das Ding drüber mache. Ich hatte ja bis jetzt die SVT-Schweller drauf, die sind jetzt allerdings runter. Da planen wir andere Schweller, welche sehen wir dann hoffentlich noch im Video. Ich lasse den Dani jetzt weitermachen, weil hinten rechts auch noch was zu machen ist. Und dann hat mir der Dani aber gerade noch Anweisungen zu 2 anderen Löchern gegeben, machen wir aber auch später. Dani hat wie gesagt kurze Elle, den will ich jetzt nicht weiter belasten. Und der dritte Besuch beim Dani, der ist nämlich, hat er laut gebrüllt, fertig. Hier hinten die Ecke, die nicht mehr existent war, hat er jetzt aus der Kalten gebaut? Nö, das ist auch der Winkel vom restlichen Schweller. Wo liegt er? Da liegt er. Ja, ja, irgendwo hier dazwischen. Wie? Irgendwie. Also letztendlich haben wir die Grünen glücklich gemacht, haben Recycling betrieben. Jetzt müssen wir nur noch einen Elektromotor einbauen. Gut, machen wir nicht. So schaut's also jetzt aus. So, jetzt haben wir ja immer noch dieses kleine Löchlein, was hier oben ist. Da, das habe ich euch gezeigt. Und auch auf der anderen Seite, also da unten irgendwo in dem Bereich. Da hat Dani allerdings gesagt, da machen wir nur großflächig den Rost weg und dann schmieren wir da ein bisschen was drauf. Das wird's erstmal tun. Zumindest für den TÜV. Und fürs weitere Vorhaben. Wenn ich das jetzt machen würde, würde jetzt hier Lackschaden entstehen. Was wir erstmal noch nie wollen, denn hier hinten ist ja noch mehr Rost, was nie durch ist. Das wird dann zu späteren Zeitpunkt
da und da. Beides zusammen nochmal richtig gemacht. Cool. Gut, dann halten wir jetzt noch ein kleines Stündchen Brandwache. Also ich zumindest. Du machst wahrscheinlich gleich los. Nein. Ich muss auch abdichten, die ganzen Kanten und aufräumen. Okay. Und wenn dann die Brandwache rum ist, haust du ab und ich fahre mit dem Auto nach Hause. Richtig. Und dann seht ihr mich gleich wieder, wenn ich den ganzen restlichen Quatsch noch fertig mache. Zeit für die letzten Arbeiten, bevor es zum TÜV geht. Als allererstes machen wir natürlich wieder mal die Räder runter. Ich habe noch ein Loch gebohrt. Das hätte ich aber ehrlich gesagt lieber nicht gemacht. Ich musste es aber. Und wer sich jetzt wundert, dass gerade das Videoformat ein bisschen anders ist, ich habe meine Kamera zu Hause vergessen und habe die vom Dani genommen. Ich habe hier unten, wo der Dani ein neues Stück Schweller angesetzt hat, jetzt noch ein Loch gebohrt, damit dann auch hier der Teppich wieder anständig verschraubt werden kann. Und dabei ist mir aufgefallen, dass es dahinter ein bisschen, nennen wir es mal rot-braun war. Da habe ich mal angefangen, ein bisschen zu stochern und da kam das zum Vorschein. Na, großartig. Nicht. Das müssen wir auf jeden Fall vor dem TÜV auch noch machen. Keine Ahnung, warum uns das vorher nicht aufgefallen ist. Ich hätte es natürlich jetzt auch mit Dichtmasse zuschmieren können, aber das Loch war mir dann doch zu groß. Hier das kleine Löchel, das schmieren wir allerdings zu. Dafür hat mir der Dani drüben schon was hingelegt an Werkzeug und auch an Material. Das hole ich mir mal jetzt. Als allererstes haben wir ein bisschen Karosserie-Dichtmasse. Damit werden wir dann einfach hier die Löcher, nachdem ich mit dieser Schrubbscheibe Farbe und Rost von hier runtergeholt habe, versiegeln. Damit das Ganze ein bisschen streichfähiger wird, haben wir noch ein bisschen Aceton. Wenn man nämlich Aceton mit Karosserie-Dichtmasse ein wenig vermischt, dann wird das Zeug deutlich streichfähiger. Außerdem haben wir natürlich, bevor wir dann die Karosserie-Dichtmasse machen, auch noch ein bisschen Rostschutzgrund und für die Hohlräume haben wir dann auch noch Hohlraumwachs. Das machen wir dann auch noch dort, wo Dani geschweißt hat, weil durch die Wärme ist ja das Wachs, was hier mal drin war, alles flüssig geworden oder verdampft und ist halt weg. Aber ich möchte ja nicht, dass es weiter rostet. Deswegen machen wir halt ganz zum Schluss hier den Hohlraumwachs rein. Aber soweit ist es ja noch nicht. Das Loch hier hinten lasse ich erstmal Loch sein. Das muss ich Dani zeigen. Der wird darüber natürlich nicht begeistert sein, aber es muss ja zugemacht werden. Bevor es soweit ist, fange ich jetzt allerdings hier mal an. Ich schnappe mir jetzt hier diesen Schrubbaufsatz, der so wenig wie möglich Material, also Blech wegnimmt, sondern tatsächlich nur Farbe und Rost. Und damit gehe ich hier einmal über den kompletten Radlauf an der Innenseite lang. Vorher werde ich mir hier außen nochmal Tape legen, damit ich nicht zu weit nach außen komme. Und wenn das gemacht ist, dann das, was wir gerade schon erzählt haben. Zuerst Rostschutzgrund drauf, dann Karosseriedichtmasse, das vermengen wir mit ein bisschen Aceton und streichen das Ganze dann wieder in Form. Wie Dani gerade schon gesagt hat, das sind nur lebenserhaltende Maßnahmen und eigentlich, wenn man es ganz, ganz, ganz richtig macht, müsste hier ein komplett neuer Radlauf rein oder man müsste den halt wirklich noch in Stand setzen, also quasi hier noch ein Blech einbauen. Das wird aber wieder heißen, einmal rausflexen, neu einschweißen, dann kommt hier wieder überall Wärme hin und dann hat man halt das Problem, dass hier die Farbe nicht mehr passt. Farbe spielt zwar bei dem Auto prinzipiell eh nur eine untergeordnete Rolle, aber man muss es ja nicht schlimmer machen, als es ist. Das Blech ist blank, innen wie außen, das ist echt gut geworden und hier, ich glaube, das war auch gar nicht mal so schlecht, dass ich mir hier Klebeband hingemacht habe, so hatte ich wenigstens eine kleine Kante, an der ich mich orientieren konnte. Ihr seht, da ist immer noch ein bisschen Farbe drauf, die habe ich hier nicht komplett weggenommen, weil wenn ich jetzt die Karosserie-Dichtmasse in schwarz bis hier hoch legen würde, dann würde das wahrscheinlich auch beknackt aussehen und naja, Autos müssen ja doch irgendwie schön aussehen, deswegen ist es halt so. Ich schnappe mir jetzt mal das Aceton, was hier steht, und einen blauen Lappen und danach mache ich das Blech ein bisschen sauber. Und danach, wie gerade schon gesagt, kommt als allererstes mal die Rostschutzgrundierung drauf. Damit der Rostschutzgrund jetzt nicht auf der kompletten Seitenwand und oder der Tür landet, habe ich mir jetzt hier noch einen kleinen Spritzschutz gebaut. Jetzt legen wir gleich los. Außerdem habe ich hier noch den Teppich ausgebaut, der immer das Problem des ganzen Übels ist. Das Ding ist nämlich nicht wie vorne aus Plastik, sondern aus einem Filzstoff. Und wenn die Dinger nach einer Regenfahrt nass sind, brauchen die ewig, bis die trocknen. Und da die hier oben halt eingehangen sind, also genau hier hinten um die Ecke rum, geht da die Feuchtigkeit extrem schwer raus und dann fängt es halt wie üblich von innen nach außen an mit Gammeln. Ich habe jetzt hier den Teppich, wie ihr seht, auch aus der Kante rausgedrückt, weil wenn er von hier hinten Farbe bekommt, ist mir das egal, aber von vorne will ich halt keine haben. Ich gehe jetzt hier nochmal mit Aceton drüber, seht ihr, was hier von Staub runterkommt. Und danach nochmal mit Druckluft und danach fangen wir einmal an, die Dose zu schütteln und dann hier großflächig aufzutragen.
Das Ganze lassen wir jetzt schön ablüften und während die Zeit vergeht, baue ich vorn nochmal das Rathaus aus. Ihr erinnert euch ja, das Innenrathaus hat ja vorn immens gewackelt und ich habe euch ja gesagt, dass ich mir was bestellt habe und jetzt will ich mal probieren, ob das so wie ich es mir vorgestellt habe auch funktioniert. Das ist der originale Halter, der das Rathaus hält, der allerdings keinerlei Substanz mehr hat. Hier hält halt die Schraube nur noch gerade so, aber halt nicht so, wie es soll. Und hier unten habe ich jetzt einfach eine Blindnietmutter reingemacht. Und das hat grandios funktioniert. Ich habe ein 9er Loch gebohrt, habe dann die Nietmutter eingezogen und habe dort jetzt ein brauchbares M6-Gewinde, womit ich mit der Schraube und der Unterlegscheibe das Rathaus wieder befestigen kann. Genauso habe ich es mir vorgestellt. Schön. Das heißt für mich jetzt noch, das Ding muss noch raus und dann natürlich auch noch einmal hier unten und einmal hier oben. Machen wir das nochmal. Und wenn wir das geschafft haben, dann sind wir auf der ersten Seite schon fertig. Auf der Fahrerseite müssen wir das natürlich auch nochmal machen. Und ich habe gerade gesehen, dass ich mein Fahrwerk an der Vorderachse auch nochmal vor dem TÜV-Termin rausholen muss. Hier hat es nämlich den Anschlagpuffer zerlegt. Hier unten haben wir noch ein bisschen Gummi. Und hier, der Anschlagpuffer, ihr habt es gerade gesehen, der ist komplett zerbröselt. Und das, obwohl ich meines Wissens nach, oder so wie ich halt fahre, das Fahrwerk nie auf Block gefahren bin, also nie komplett durchgefedert habe, ist wahrscheinlich einfach nur was Preiswertes gewesen. Das Problem kenne ich ja, wer billig kauft, kauft ja bekanntlich öfter. Das heißt, heute mache ich das natürlich nicht. Das Fahrwerk muss auf jeden Fall nochmal raus. Ich bestelle mir einen neuen Satz Staubschutzmanschetten. Hinten, die sind noch gut, aber vorne muss ich es auf jeden Fall neu machen, weil das ist TÜV-relevant. Bis es soweit ist, kümmere ich mich aber erstmal um die eben besagten Halter. 12 seconds later. Das erste vordere Rathaus ist fertig. Wir haben da und da eine neue Schraube, da und da und natürlich auch da unten. Und jetzt sitzt das Rathaus auch wieder richtig schön fest, wenn ich hier am Stoßfänger wackele. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Und während ich hier zugange war, ist hier hinten die Grundierung für einen Rost bzw. der Roststopp. Richtig schön durchgetrocknet. Hier ziehen wir jetzt als nächstes die Karosserie-Dichtmasse auf. Nochmal, eigentlich ist das Push, weil wenn man es richtig macht, müsste auch hier diese Ecke einmal raus. Aber das Ganze soll ja auch ein bisschen im Budget bleiben und deswegen machen wir das halt so. Für so eine Aufgabe wurden echt Gummihandschuhe erfunden. Ist ganz gut geworden. Hier musste ich natürlich ein bisschen mehr Material reindrücken. Da ist genau die Stelle, wo vorher das Loch war. Da werde ich später, wenn es durchgetrocknet ist, aber nochmal eine kleine Bahn drüber ziehen und dann nochmal verschmieren, damit es halt wirklich ebenerdig aussieht. Aber im Großen und Ganzen bin ich echt zufrieden. Ich habe es halt wie bei der Nutella früh gemacht, ruhig ein bisschen dicker auftragen. Und auch das Abkleben hat sich echt bezahlt gemacht. Allerdings habe ich beim Klebeband abreißen, Tatsache hier, noch ein bisschen Farbe mit runtergeholt. Und da frage ich mich doch ernsthaft, hat das Auto vielleicht hinten schon mal Probleme mit dem Rost oder dergleichen gehabt? Weil ab Werk sollte die Farbe, wenn man da Klebeband drauf zieht, nicht abfallen. Aber man sieht es ja hier eindeutig, ebenso hier und natürlich hier oben ganz besonders viel. Das sieht aus, als ob da teilweise auch Schleifspuren im Lack sind. Also vielleicht hat das Auto schon mal einen Hecktreffer oder dergleichen gehabt. Man weiß es leider nicht, interessiert mich aber auch nicht. Ich lasse das jetzt hier vorne schön abtrocknen. Bei den Temperaturen, die draußen sind, sollte das relativ fix gehen. Und mach's so lange das, was wir hier schon gemacht haben, nämlich auf der Fahrerseite das Rathaus auch auf Schrauben umrüsten, die hoffentlich halten. Auch wenn wir jetzt natürlich wieder Fehler gefunden haben, die wir vor dem TÜV noch beheben müssen, haben wir auch ein paar geschafft. Hier haben wir jetzt das neue Rathaus drin, wobei neu ist es ja nicht, aber einfach halt die neue, schönere Verschraubung. Aber hier hinten haben wir dafür das kleine Rostloch zugemacht. Dafür haben wir halt ein riesiges dahinter gefunden. Das ist nicht schön, aber auch darum werden wir uns noch kümmern. Und hier die Dichtnaht-Klebekante ist auch sehr gut geworden. Das heißt für euch jetzt, ich schmeiß euch jetzt wieder hier aufs Stativ und danach machen wir noch einmal fix wieder die Räder dran. Auto wieder mal unten, aber wir haben es ja gerade gesehen, noch lange nicht fertig, also geht's gleich weiter. Und wieder in der Halle, Auto ist schon wieder auf der Bühne und ich habe euch ja gerade gezeigt, dass hinten rechts im Rathaus noch ein Rostloch aufgetaucht ist, deswegen habe ich jetzt erst einmal die Frontstoßstange demontiert. Und nein, das hat nichts mit dem Rostloch zu tun, aber als ich an dem Abend nach Hause gefahren bin, stand mit einmal ein Reh vor mir und ich habe das Reh angehupt und die Hupe hat nicht gehupt. Die habe ich jetzt gerade auch schon mal auf 12 Volt getestet. Da kommt leider nichts mehr raus. Die ist Tatsache kaputt. Ist aber nicht so schlimm. Ich habe noch Ersatz da. Beim Ersatz gibt es allerdings ein kleines Problem.
Der Focus hier ist ja, wie ihr wisst, mal ein Vor-Facelift-Focus gewesen. Und zwischen dem Vor-Facelift, was bis 2001 gebaut wurde, und dem Facelift, was ab 2001 gebaut wurde, gibt es ein paar zum Teil gravierende, aber zum Teil auch winzig kleine Detailunterschiede. Die Hupe, die ich hier habe, das ist zum Beispiel ein so ein kleines Detail, das ist eine Facelift-Hupe. Beim Vor-Facelift sitzt die Hupe nämlich hier unten. Allerdings, dadurch, dass ich die Editions-Frontstoßstange fahre, ist dort, wo eigentlich jetzt die Hupe hingehört, deutlich weniger Platz. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich die Hupe an die Stelle des Facelift bauen möchte und das wäre hier oben. Hier seht ihr aber, hier und hier ist kein Loch, deswegen muss ich mir jetzt hier noch ein Loch reinmachen, hier unten dann den Halter noch einziehen und dann kann ich auch die Hupe hier oben hinbauen, da stört sie nämlich keinen. Außerdem ist natürlich die Frage, warum ich sie nicht an die Originalstelle baue. Wie gesagt, hier unten hätte ich viel zu wenig Platz. Jetzt könnte ich das ganze Ding natürlich auch hier auf diesem Halter in diesem Loch hier verstauen. Wäre auch möglich, aber da kommt dann der Facelift-Kabelbaum zum Tragen, der nämlich nur bis hierhin geht. Kabelbaum verlängern könnte ich natürlich auch machen, aber ich will es mir so einfach wie möglich machen. Deswegen hoffe ich, dass ich hier einfach durchbohren kann. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie hart das Material hier ist, weil das ja ein längster Träger ist. Und ich glaube, das ist relativ robuster Stahl gewesen. Das ist ja auch für die Crash-Sicherheit nicht unwichtig. Ich versuche jetzt aber erstmal hier mit dem Bohrer zwei Löcher reinzumachen, mal gucken, ob das funktioniert. Wenn nein, muss ich dann halt doch nochmal die Hupe und den Halter umbauen. Dann muss das Ganze doch hier ins Loch, aber ich versuche es erstmal hier oben. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Schön ist es geworden. Zwei Löcher gebohrt, unten dann genau dasselbe System verwendet wie auch für die Radhäuser. Eine Blindnietmutter eingezogen, damit haben wir ein Gewinde geschaffen, reingeschraubt und schon ist die Hupe fest. Und auch das Kabel geht genau in den Anschluss rein. Das heißt, Front können wir jetzt wieder draufbauen. Vorher baue ich natürlich noch meine Scheinwerferreinigungsanlage wieder an die Stelle, wo sie hingehört, hier unten in die beiden Löcher. Wir haben ja im Video schon darüber geredet, dass ich hier noch einen Xenon-Umbau plane. Machen wir aber in dem Video nicht. Aber muss natürlich trotzdem wieder hier unten hin, der Hubzylinder, sonst passt die Stoßstange nicht rüber. Und beim Thema Stoßstange. Ich habe hier bei mir sowohl an der Front wie auch am Heck eine Editionsstoßstange verbaut. Und da sind ja die Nebler anders als bei einer Standard-Fokus-Stoßstange. Und damit könnte man eigentlich, wenn man fort und clever wäre, ganz einfach auch an die Nebelscheinwerfer hier unten dieselben Stecker machen, die auch bei den Standardneblern dran sind. Hat Ford aber nicht gemacht. Das heißt, wenn ihr euren Focus ab Werk bestellt habt, ist es leider sehr häufig so, dass die Nebelscheinwerfer über ein Kabel mit dem Auto verbunden sind. Und ihr bekommt dieses Kabel halt nicht getrennt. Das heißt, Ford hatte halt einfach eine Lötverbindung oder eine Quetschverbindung gemacht. Und weil mich das immer gestört hat, habe ich mir jetzt ganz einfach hier noch links wie rechts den zweipoligen Stecker einmal abgezwackt und dann neu aufgepinnt. Dasselbe da unten auch an den Nebelscheinwerfern. Das seht ihr zum Beispiel da oder auch hier unten. Wenn ich die Front jetzt nochmal runternehmen muss, kann ich ganz einfach ein Kabel trennen. Ist für mich wesentlich geiler gelöst. Damit sind wir jetzt, sobald ich hier vorne halt alles zusammengebaut habe, fertig. Dann nehmen wir wieder mal hinten Beifahrerseite das Rad runter. Dann werde ich doch nochmal das komplette Innenradhaus rausnehmen. Und dann werde ich mal hinten das Dilemma nochmal anschauen. Erst wenn man merkt, wie aufwendig etwas ist, bekommt man eine richtige Wertschätzung dafür. Und so ist es in dem Fall auch in Sachen Karosseriebau. Hier oben das Loch habe ich als allererstes mal so weit vergrößert, dass wir hier eine halbwegs normale Form haben und nichts Ausgefranstes. Und danach habe ich angefangen, mir ein Reparaturblech zu bauen. Und ihr seht schon, das Ding hat mehrere Ecken und Kanten und Winkel. Das Innenradhaus da ist nämlich nicht wie so ein Außenschweller, der nur gerade runtergeht, sondern hier ist wirklich eine richtig aufwendige Form drin. Und deswegen habe ich bestimmt jetzt eine Stunde gedengelt, bis das Blech passt. Das ist allerdings nur das erste von zweien. Ich lasse den Dani. Der hat hier hinten schon sein Schweißgerät hingestellt, aber das Blech jetzt erst einmal einsetzen, weil wenn das drin ist, kann ich mich dann daran machen, das zweite Blech zu dengeln, damit der Dani das dann heute auch noch reinsetzen kann. Danach wird das Ganze wieder abgekittet, vorher natürlich Rostschutzgrund drauf und dann haben wir das Problem auch endlich gelöst. Und jetzt ist das Video einfach zu Ende. Eigentlich habe ich noch gedreht, wo man sieht, wie der Focus jetzt von unten aussieht. Aber die Speicherkarte hat es leider nicht überlebt. Das heißt, die Videodaten sind leider futsch. Deswegen muss ich euch das nur erzählen, dass ich danach, also nachdem der Dani mir die beiden Bleche eingeschweißt hat, das Ganze nochmal neu versiegelt habe. Und dann war das Video so oder so zu Ende.
aber es wird noch einen dritten Teil zu dieser Videoreihe geben. Und ich kann euch jetzt schon sagen, dass sich das ganze Auto nochmal im Erscheinungsbild geändert hat. Sowohl was die Optik angeht, wie auch was die Felgen angeht. Und wer in den letzten paar Videos aufmerksam war oder mir zum Beispiel auf Insta und Facebook folgt, der weiß das auch, weil ich kein allzu großer Geheimniskrämer bin und dort halt gerne Bilder poste, auf denen man schon sieht, was eben aus den Autos wird. Deswegen, wenn ihr ein bisschen neugieriger sein wollt, da könnt ihr mir gerne folgen. Fürs heutige Video soll es das aber trotzdem gewesen sein, wie es mit dem Auto weitergeht. Und ja, im dritten und letzten Teil dieser Videoreihe schaffe ich es endlich mal zum TÜV. Da lasst dem Kanal einfach gerne ein Abo, ein Like und einen Kommentar da. Und ansonsten, wie immer an dieser Stelle, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video und macht TÜV auf eure Karren.